Der Mensch formulierte hingegen für die Maschinen: Erstens, eine Maschine darf keinen Menschen verletzen oder tatenlos dabei zusehen, wie ein Mensch Schaden erleidet. Zweitens, eine Maschine muss die Befehle ausführen, die ein Mensch ihm gibt, es sei denn, diese Befehle verstoßen gegen das erste Gesetz. Drittens, eine Maschine muss ihre eigene Existenz schützen, solange diese Maßnahme nicht gegen Gesetz 1 oder 2 verstößt.